Ja, hallo zusammen aus meinem Büro. Ich schmunzle zwar gerade, obwohl das Thema überhaupt nicht zum Schmunzeln ist. Ich habe heute in der Früh aufmerksam das Morgengespräch im Reißender Bozen mit dem Politologen Hermann Hatz verfolgt, der dort als Gast eine Analyse über die bevorstehenden Parlamentswahlen abgegeben hat. Und er hat sich in dieser Sendung doch tatsächlich zur Aussage hinreißen lassen, dass jede Stimme für die Opposition eine verlorene Stimme sei. Das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, dass es möglich ist, dass ein Politologe im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ganz unkommentiert eine solche Aussage tätigen kann und von verlorenen Stimmen spricht. Also ich denke, ich lasse das nicht unkommentiert, denn in einer Demokratie zählt jede Stimme, denn jede Stimme bringt einen Wählerwillen ganz klar zum Ausdruck. Und dies dürfte auch einem Politologen wie Hermann Hatz geläufig sein. Und es befremdet schon sehr, wenn dennoch ganz ungeniert von verlorenen Stimmen gesprochen wird, da dies absolut nicht dem Geist der Demokratie entspricht. Die Demokratie lebt vom Wettbewerb der Ideen und die verschiedenen Parteien und Bewegungen machen der Bevölkerung ein Angebot, einerseits von Programmen, andererseits von Kandidaten. Und erst dadurch wird eine Wahl zu einer Auswahl, wie sie den demokratischen Erfordernissen entsprechen müsste. Bei dieser Wahl zählt wie bei jeder anderen Wahl im Übrigen auch jede Stimme für Südtirol. Und auch wenn das bestehende Wahlgesetz besonders hohe Hürden vorsieht, so kann es dennoch nicht verhindern, den politischen Willen der Bevölkerung wiederzuspiegeln. Und so ist es auch am 25. September. Lasst euch von solchen Aussagen bitte nicht beeinflussen oder gar verunsichern. Ihr seid es, die die Macht darüber haben, wer künftig in Rom Südtirol vertreten soll, Südtirol vertreten darf, wohlgemerkt die Interessen des Landes, keine Privatinteressen. Und deswegen der Appell: Bitte nehmt an dieser Wahl teil.